Recht herzlich willkommen zur 267. Folge von City Skylines. Ja, wir waren so weit, dass wir nur noch unterhalb dieser Autobahn was machen müssen. Letztes Mal war bei der Kontrolle des Videos das hier noch aufgefallen, dass wir gerade das mal machen. Da sind noch zwei zu. Da oben ist noch. Dann passt das auch wieder. Kurz einmal den Blick hier rüber. Haben wir das Budgetfenster letztes Mal noch aufgemacht? Ich glaube nicht, das sollten wir vielleicht nochmal machen. Hier sind die Preise zu teuer, steht da. Steuern sind zu hoch. Sagen die das auch? Steuern sind zu hoch, okay. Und wer sagt das? Das sagen Einwohner, ne? Ja. Hier sagen die das auch. Dann gucken wir gerade mal hier rein. Steuern war schon richtig. Das ist 9% dann. Wie sein? Okay. Sind die dann wieder glücklicher? Geht das weg? Das Haus da? Nö, auch nicht. Interessiert die nicht, ne? Bleibt so. Ist da, okay, vielleicht kommen wir... Nee, die anderen sind ja nicht am Meckern, das sind die kleinen Häuser, das sind ja die großen Häuser, passt schon, ne? Lassen wir mal so, gucken aber hier noch rein. Okay, Einnahmen sind jetzt bei 3,8 und bei 7,5 und das ist hier 3,6. Es ist auf jeden Fall weniger geworden. Vielleicht wird es besser, aber insgesamt ist es überall der öffentliche Nahverkehr minus. War hier nicht gerade eben auch noch so ein Fragezeichen oder ist es das jetzt das leerstehende Haus? Weiß ich nicht. Naja, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir hier weiter den ÖPNV gerade noch machen. Und da sind wir ja hier noch unterwegs und wollen hier noch ein paar Buslinien machen. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, wir haben hier Mischgebiet und wir brauchen noch Anbindung Richtung Wohnhäuser, die wir hier unten finden. Ja, das ist hier eine Sackgasse. Aber werden wir wohl rein müssen, ne? Und hier ist keine Sackgasse, ne? Okay, bauen wir da einen Bus hin. Gehen wir hier. Achso, hier gibt es keine Ausfahrt, oder wie sehe ich das? Warte mal, wenn da keine Ausfahrt... Doch, da ist die Ausfahrt, alles klar. Ja, dann fahren wir hier rüber. Und dann kommen wir dahin, indem wir da lang fahren, okay. So, können wir hier machen, ne? Ist hier so eine Station? Da ist die Station. Ja. Vielleicht Sinn machen, die Bushaltestelle hier herzuholen noch. Und dann machen wir das da, auf dieser Straße. Fahren wir hier rein. Da geht's nicht rein. Also da geht's schon rein, aber da ist eine Sackgasse. Gefällt mir dann doch nicht so sehr. Gehen mal hier lang. Auf der ganzen Strecke gibt's keinen Halt. Doch, da. Dann machen wir den dahin. Den dahin und kommen dann wieder und halten hier nochmal an. Da dort können wir hier irgendwo rüber. Da könnte man rüber, ist aber nicht so. Ne, dann fahren wir hier wieder zurück. Wo ist jetzt die letzte Haltestelle? Da. Das heißt, ich würde hier nochmal mitnehmen und auch nochmal ruhig hier mitnehmen. Und dann wieder da rausfahren. Und nehmen dann aber auch diese Straße einmal mit. Und kommen dann da wieder hin zum Schließen. So, dann haben wir den Bereich hier unten fertig. Gucken uns jetzt das nächste Wohngebiet an, welches dann hier liegt. Das nehmen wir dann als nächstes.
Das ist aber alles Sackgassen, ne? Ja. Das bedeutet, ja, wir werden trotz alledem das so machen, dass wir hier reinfahren. Fahren hier rüber. Ja. Kommen dann hier vorbei. Fahren dann da rechts lang. Kommen hier lang. Können da reinfahren, ja. Machen wir auch. Kommen dann hier lang. Gibt's hier eine Ausfahrt? Ne, da geht's schon wieder zurück. Warte mal, dann machen wir das anders. Fahren wir hier lang. Nee, fahren wir nicht da lang, fahren wir da lang. Obwohl, wir können doch hier lang fahren. Fahren hier unten her. Da wechseln wir. Und kommen hier wieder her. Fahren dann hier hoch. Und dann da lang. Kommen dann hier hinten noch lang. Sind da, dort. Okay, die geht da hinten in die Straße. Ist jetzt nicht so für uns relevant. Die müssen da drehen. Dann fährt er doch da durch, kommt hier an. Da muss hier hinten lang, kann dann auch hier anhalten, hier irgendwo. Schönste wäre ja da drunter, aber das macht er wohl nicht. Dreht dann sozusagen hier lang und kommt hier wieder. Fahren dann durch diesen Tunnel durch. Nehmen das noch mit. Obwohl hier diese Straße ja auch interessant wäre, ne? Warte, dann nehmen wir den letzten weg und machen das hier lang. Ja, da geht's auch lang, ne? Kommen dann aber nirgendwo raus, oder wie sehe ich das? Ja, drehen dann hier. Sind nochmal hier jetzt unterwegs. Der war da hinten, das heißt, wir können nochmal hier machen. Und fahren dann aber hier auch zurück. Hier nochmal angehalten. Nehmen wir hier auch nochmal mit. Die Linie geht jetzt da lang. Würde ich jetzt dann aber hier lang favorisieren, während das eine Sackgasse ist, also nichts bringt. Dann doch hier lang. Da lang. Dort lang. Und fahren hier in das Gebiet wieder rein. Da rein, da rein, da rein und schließen da ab. Fertig. So, jetzt haben wir hier und da unten haben wir. Hier hinten haben wir auch. Passt. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite noch. Lass mal das Wohngebiet mäßige angucken hier. Ja. Jetzt müssen wir das hier noch verbinden und dieses hier, ne? Gehen wir wieder hier in das Industriegebiet rein. Ach, da ist schon ein Bus drin, okay.
Dann ist das ja schon erschlossen sozusagen. Dann würde ich aber dieses hier noch ein bisschen gucken. Okay, hier kann man eine Schleife machen. Hier auch. Und geht nach da hinten noch weg. Das bedeutet da, dort, dort. Fahren hier weiter. Da lang. Dort. Da. Kommen wir hier lang. Hier lang. Und wollen dann da oben hin. Zum Industriegebiet rüber, was hier ist. Wo ist denn die letzte Haltestelle jetzt? Da, okay. Machen den noch mit. Und fahren hier noch irgendwo rein. Da. Ja, machen den noch mit. Und fahren dann wieder raus. Nach da unten irgendwo hin. Ist die Frage, wo kommt der lang? Wo fährt der hin, ne? Mach dahin. Dahin. Nehmen wir hier noch mit. Und kommen dann hier rüber, glaube ich, ne? Und schließen dann da. So, fertig. Haben wir. So, dann ist nur noch dieser Bereich, glaube ich, der gut mit Straßenbahn versorgt ist, wie wir sehen. Jetzt hier erstmal was bauen. Da. Da. Da, wo gehen die denn hin? Oder wo kommen die hin? Okay. Na, dann müssen wir da wieder zurück. Ah, warte, hier ist eine Straße. Okay, das passt aber schon. Können wir da lang fahren? Hier lang? Kommt man da überhaupt raus? Wo ist denn hier eine Ausfahrt? Ach, da ist eine Ausfahrt. Dann machen wir das weg. Machen das wieder hin, genau. Fahren hier noch durch. Kommen da lang. Dort lang. Da lang. Jetzt hier irgendwo raus. Nee. Da lang. Dort lang. Da lang. Und hier lang. Haben den Kreis ja schon mitgenommen. Kommen hier lang. Da lang. Ja, ist halt so, dass wir jetzt hier nochmal lang fahren. Fahren hier rein. Und drehen da um und kommen dann hier wieder raus. Hier lang. Da lang. Dort lang. Hier. Hier. Da und schließen.
So, dann haben wir das auch. Und jetzt ist nur noch hier oben nicht hingefahren worden, oder? Und dann machen wir das mal gerade fertig hier oben. Sternwarte. Da. Da. Okay. Da. Was haben die denn jetzt hier für ein Symbol? Keine Ahnung. Hier. Gibt es hier eine Haltestelle? Nee. Ach doch, hier. Dann machen wir die da weg. Machen die direkt um die Ecke hin. Und fahren hier nochmal rein. Hier gibt es keine Haltestelle. Machen da einen Halt. Hier einen Halt. Da einen Halt. Da. Dort. Da. Hier. Hier. Da. Und zu. Nein. Zu. Geht. Da. Fertig. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was die da für ein Problem haben. Nicht genügend Wärme. Okay, es ist kalt. Das heißt, wir müssten dafür ein geothermisches Kraftwerk bauen, wo ich gar nicht jetzt weiß, wo ich das hinsetzen soll. Was ist das? Kesselstation. Verschmutzung. Ja. Könnte man jetzt hier reinbauen, ne? Könnte das hier hinbauen. Bringt aber nicht so wirklich was. Ich mache im Kesselhaus lieber hin. Das ist, glaube ich, nicht so groß, ne? Vielleicht geht das doch hier hin. Gibt es hier noch ein freies Stück Land? Hatten wir doch mal, ne? Nicht so wirklich. Hier wäre es doch was, oder? Können wir da mal eine Straße reinbauen? Haben wir aber nichts freigelassen, ne? Zum Straße reinbauen, oder? Kriegen wir da eine zwischen her? Nö. Ist nix, doch da ist es, oder? Ne, da ist ja der Friedhof. Wie kommt der da hin? Interessant. Das ist was anderes, oder? Ja, nichtsdestotrotz, hier muss jetzt eine Straße rein und da muss für ein Haus, muss dafür weg. Zack. Nochmal so. Zack. Fertig. So, und dann das geothermische Kraftwerk. Ne, das war beim Wasser. Oder wir können auch jetzt das andere bauen, wahrscheinlich, ne? Ne, das ist sogar.
So groß, dass hier nirgendwo hinpasst, oder? Das passt noch nicht mal dahin. Kesselhaus, das muss aber hingehen, oder? Ja. Und dann müssen wir noch die Leitung da dran erschließen, oder? So, dann ist es auch gut so. Dann haben wir das auch geschafft. Das Problem gelöst. Glauben wir jedenfalls. Und wie sieht es mit den Bodenrichtwerten aus hier? Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das weg und ich wollte das angucken. Steuern sind zu hoch und das ist hier Bürogebäude. Das ist also dieses hier. Die sind dann so zufrieden. Und dann geht das auch weg, ne? Ja, ist schon weg, oder? So, jetzt glaube ich aber auch, dass wir hier unsere Buslinien fertig soweit haben. Da ist blau, da ist überall blau. Hoch hatten wir auch. Ja, da sind wir erstmal soweit durch mit dem Nahverkehr. Und müssen dann schauen, wie es weitergeht, ne? Jetzt Budgetplanung, Budget da und Nahverkehr haben wir hier und 3,8 haben wir da. Also die Ausgaben sind bei Weitem gestiegen, wir sind aber hier nicht mehr so hoch. Jetzt ist jetzt nur die Frage, wie kriegen wir es hin, dass diese Zahl jetzt mal ins Plus gehen oder irgendwelche von diesen Zahlen, ne? Da müssen wir irgendwas noch machen, aber ich weiß noch nicht was. Gut, das werden wir uns dann in der nächsten Folge überlegen, denke ich mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr dieser Folge etwas Positives abgewinnen könnt, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr Kommentare schreiben wollt, da gibt es tatsächlich die Funktion unter dem Video und dann könnt ihr dann gerne reinschreiben, was Positives, genauso wie was Negatives. Dann können wir daran arbeiten, dass es besser wird. Und macht euch die Glocke noch an, dass ihr noch mitbekommt, wenn ich ein Video hochlade, dass ihr das auch mitkriegt, dass es hochgeladen ist und dass ihr es euch angucken könnt. Okay, habe ich was vergessen? Ich glaube eher nicht und sag dann erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.